Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Prison Architect, Freunde. Und ja, wo waren wir? Wir waren hier, die Familienzellen haben wir noch gebaut. Da brauchen wir natürlich noch ein bisschen Wasser. Da brauchen wir aber... Müssen wir hier rüber noch das Wasser legen, ne? Weil duschen, kalt duschen ist nicht so schön, Freunde. Das dürfen wir nicht vergessen. Hier oben haben wir noch gar nichts gelegt. Da haben wir auch noch nichts gelegt. Stimmt ja. Die Folge hat ja da geendet. Da war ja was, Freunde. So. Das ist natürlich noch so. Unser Geld sieht jetzt gar nicht so schlecht aus momentan. Ich mach mal auch schnell hier. Spitzel haben wir ja gerade, glaub, keine 10 kommen. Den nächsten Tag wieder 10 Damen. Und dann mal sehen. Jetzt können wir ja mal beobachten, wie viel hier reingehen. Warte, müssen erstmal was verkaufen, was ich gerade noch sehe. Das da nämlich. Ach, da liegt noch mehr Holz rum. Aha. Aber macht nichts, Freunde. So, jetzt sind sie alle schlafen. Ist hier denn niemand drin? Komm mal kurz mit. Sind denn hier keine? Da ist eine. Da ist eine. Aber hier noch niemand, oder? Also zwei Damen mit Kindern dürften schon mal kommen. Mal sehen, wie das funktioniert oder nicht dann. So, ansonsten sind wir ganz gut ausgestattet momentan. Wir machen 1100 plus pro Tag, ne, pro Stunde, ne, täglich. Pro Stunde wäre schön, ne? Das wäre ein schöner Gewinn. Eieiei. Naja, zwei Familien warten auf Besuch, 6 Häftlinge bereit für Bewährung. Und wir haben noch gar keinen Bewährungsraum. Haben wir doch gar nicht. Kriegen wir den hier hin? Ne, da dürfen die ja nicht hin, warte mal. Wo machen wir denn jetzt im Bewährungsraum hin? Mal hier unten. Machen wir mal hier unten hin. Ne? Ich glaube, da passt da ganz gut hin. So. Da brauchen wir natürlich wieder eine Tür rein. Ne? Kennen wir ja den Spaß. Wie gesagt, ich weiß, ohne Türen wäre es besser. Dann stauen die sich nicht so. Aber im Notfall kann ich hier einschließen machen. Oder zumachen einfach. Naja. Und schon wieder jemand tot. Was denn los? Warum? Wer war das? Spitzel, okay. War da noch ein Spitzel oder habe ich letztes Mal vergessen zu speichern? Ich weiß es gerade nicht, Freunde. Ich weiß es nicht. Scheiße. Ich hoffe, ich habe nicht vergessen zu speichern, oder? Wenn doch, werde ich es wahrscheinlich gleich in den oder nachher in den Kommentaren lesen, Freunde. Wenn ja, dann tut mir es leid. Wir brauchen hier Bewährungsraum. Dazu brauchen wir eigentlich nur einen Besuchertisch drin. Sehe ich das richtig? Jo. Einmal Besuchertisch und einer, wo hier aufpasst natürlich. Weil sonst könnten die durchdrehen und dann wäre das nicht so gut, Leute. Strom. Strom brauchen wir auch noch ein bisschen hier, okay. Ist zu verstehen. So im Dunkeln so eine Bewährungssache abregeln ist auch nicht so gut. So, Programm. Ach, jetzt sind die neuen schon gekommen. Ich habe nicht aufgepasst. Mann, warum? Ach doch, da ist jemand drin. Okay. Bewährungsprogramm. Wo ist denn das? Bewährung. Ist gesperrt, weil erfordert Gefängnisregeln. Hatte ich das nicht? Ne, ich habe das letztes Mal erforscht, das stimmt schon. Mikromanagement auch und Taser-Ausgabe. Und die Tower, oh, das ist alles so teuer. Ich will alles haben, aber ich krieg's nicht. Achso, da sind sie ja. Warte mal. Infos. Bandenmitglied. Wir haben jetzt schon 3 blaue. Wir werden langsam ein bisschen übermächtig, ne?
So, und was soll das hier? Warum ist hier keine Mauer gezogen? Ah, das wird aber gemacht. Okay, es wird gemacht. Sie kommen nur hier gerade nicht raus. Haben wir zu wenig Wachen? Ich glaube, ne? Ich glaube, da kommen noch 4 neue Wachen zu uns. So. Ich bin heute ein bisschen verwirrt, habe ich das Gefühl, Freunde. Ihr macht hier mal eine auf. Kannst du hier mal aufmachen, bitte? Stehen sich ja hier die Beine im Bauch. Was soll denn das? Habe ich denn hier keinen drin? Muss doch hier einer rein. Eieieiei. So, okay. 10 Gefangene dürfen morgen nicht kommen. Wie viel haben wir? Achso, mir wird ja nicht angezeigt, wie viel wir hier haben, ne? Jetzt kann ich nur auf Risiko gehen. Und sagen, morgen kommen 8. Nein, nicht 0. 8. Ne, 12. Manchmal denke ich echt, ich bin ein bisschen verwirrt. So, 12. Okay. 12 Stück passen noch. Die holen wir uns. Und dann hoffen wir, dass hier die 4 Plätze reichen. Ansonsten müssen wir halt anbauen. Das geht schon. Das geht schon, Freunde. So, jetzt ist was erforscht. Können wir denn jetzt hier Programmbewährung machen? Jupp, Start. Alles klar. Alles klar. Ja, gut, ansonsten läuft er ganz gut. Nur die Spitzel und so werden halt immer direkt. Ja. Den wird gleich gezeigt, wir mögen euch hier nicht. Und deswegen sind die nicht lange hier, leider. Obwohl sie uns ja sehr helfen könnten, ne? Der will ausbrechen oder die will ausbrechen und. Was ich jetzt machen möchte, einfach weil mir das zu klein wird, ich möchte das hier vergrößern ein wenig. Wenn die fertig sind mit Essen aber erst. Darauf müssen wir warten, Freunde. Darauf müssen wir jetzt warten. So, jetzt können wir. Denn das ist dann doch ein bisschen eng, ne? Wenn jetzt nochmal 12 kommen und so, gekocht werden muss ja auch für die alle und so, da muss ja. Deswegen habe ich hier jetzt auch nichts mehr dran gesetzt. Will man das jetzt hier weitermachen? Ich weiß es noch nicht. Dass die Bewährung hier unten ist, gefällt mir auch nicht so gut, wenn ich ehrlich bin, aber. Ja. Hier wird eine Mauer durchgezogen. Und dann wird das hier die Küche, wenn ich sie dann wieder finde auf Anhieb. Natürlich nicht. Ah, Küche. Das hier. Und Kantine. So. Dann können wir das natürlich noch ein bisschen besser ausstatten. Kühlschrank noch. 2 Stück vielleicht. Wie sieht es denn mit dem Strom aus? Oh, das sollte man vielleicht auch noch was machen gleich. Vielleicht noch 2 Herde hier rein. Versorgung. Wir brauchen mehr Kondensatoren, Freunde. Mehr. Und ihr seht, wie schnell das Geld weggeht, ne? Gerade haben wir noch gesagt, uns geht's gut finanziell. Und jetzt ist schon wieder alles ein bisschen, ja, schwieriger. So. Wunderschön. Auf jeden Fall ist jetzt mehr Platz und ich hoffe, das passt jetzt alles so. Wir werden es erleben, wir werden es erleben, Freunde. Irgendwie gefällt mir der Knast aber nicht so wirklich, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie habe ich mich da irgendwo verbaut. Essenszeit. Es sind immer noch 2 Stück mit Kindern. Das ist gut. Jetzt kommen gleich nochmal 12 neue und dann müssen wir definitiv schließen. Und ich hoffe, dass die Zellen hier reichen. So. Danke. Und Einlieferung closed. Wir haben keinen Platz mehr. Jetzt schauen wir natürlich, was kommt denn da auf uns zu.
Tödlich schnell. Keine Banden, das ist gut. Welche mit Kind? Sieht nicht so aus, ne? Dann wäre das aber wieder Banane. Da haben wir jetzt zwei, wo keine Plätze zugewiesen werden können, wahrscheinlich. Dann müssten wir hier noch anbauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Dum, 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 dum. Ach nö, ach nö, 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 nö. Ich will nicht, dass du anrufst. Da kommt immer was Schlechtes raus, Freunde. Oh. Ein Wasserrohr ist geplatzt und überflutet nun den Bereich. Reparieren Sie es, bevor der Schaden zu groß wird. Ja, okay, gut. Damit kann ich noch leben, Freunde. Das ist jetzt nicht so schlimm. Wo ist es denn geplatzt? Da. Das sollte relativ schnell gemacht sein. Das ist wahrscheinlich noch das Geringste, was passieren konnte. Es gibt viel, viel schlimmere Dinge, was passieren kann, wenn der anruft. Passt das jetzt wieder? Ja, jetzt ist wieder alles gut. So, das haben wir auch erledigt. Das ist sehr, sehr gut. Ja, und jetzt, Da liegen jetzt sogar noch Ding rum. Warum liegen die immer? Warum? Was denn? Warum jetzt schon wieder? Was ist denn los hier? Spitzel. Wie viele Spitzel haben wir hier drin, wo ich gar nicht mitgekriegt habe? Ziemlich viele, habe ich das Gefühl. Das ist nicht gut. Da tue ich extra noch keine Werkstatt machen, einfach wegen Geld, ne? Wegen Geld. Wegen den Schmuggelwaren und so. Und dann passiert nur noch so Bananen. Trotzdem, okay, gut, Spitzel sind immer schwierig. Spitzel sind immer schwierig, Leute. Also die in den Griff zu kriegen oder dass die nicht töten, ist immer nicht so einfach, Leute. Naja, gut. Wir haben jetzt 34.000. Wir könnten jetzt mal was tun, damit die Werte ein bisschen sicherer sind und so. Ich glaube, das will mir ganz gut gefallen, wenn wir jetzt so eine Waffenkammer bauen, Freunde. Muss ja nicht groß sein, das reicht ja. Ich glaube, eine Waffenkammer ist nötig. Das wird uns jetzt aber sehr, sehr viel Geld kosten. Aber wir tun in die Sicherheit unserer Beamten investiert und auch irgendwie in die Sicherheit der Häftlinge, weil wenn die Taser haben, unsere Beamte, dann ist es ja besser, wie wenn sie mit den Schlagstöcken kommen, ne? So. Bist du fertig? Danke. Waffenkammer. Waffenkammer braucht Waffenständer. Brauchen wir aber, glaube ich, nur einer, weil. Ja. Tische auch, gell? Ein Tisch. Und dann ganz wichtig, weil so viel bewaffnete Wachen können wir nachher einstellen. So viel Spinde, wie wir jetzt haben. Ich mache mir jetzt nur so viel, das reicht erstmal. Weil ich werde jetzt noch gar keine Bewaffneten hier reinstellen. Aber für später könnte das wichtig werden. So. Wunderschön. Dann muss ich jetzt aber natürlich auch noch das Programm dafür öffnen, ne? Taser-Ausbildung für Wachen. Und ihr seht, die holen jetzt schon Ausrüstung, die Panzerwesten. Was natürlich unsere Leute auch schützt, ne? Die kriegen zwar auf die Nase, aber sterben nicht mehr so schnell. So ein Messer geht da nicht so leicht durch. Zumindest ist meine Hoffnung. Tum, tum, tum. So, Strom ist auch gleich da. Jawohl. So, jetzt müssen sie nur noch die Taser-Ausbildung schaffen. Dann hätten wir auch Taser und dann wäre das doch schon mal eine sehr, sehr gute Sache, wie ich finde. Ja. Wenn ich heute ein bisschen ruhiger bin oder so, Leute, bin ein bisschen angeschlagen, also nicht wundern oder so, ne? So, jetzt, die wachen bald wieder auf, unsere Häftlinge und, oder unsere Damen.
Dann gibt's lecker Essen. Wann ist die Taser-Ausbildung überhaupt? Die ist von 6 bis 7 Uhr. Ja, mal sehen, ob sie es bestehen. Wäre ja nicht das Schlechteste, ne? Wie gesagt. Schützt sie und uns. Unsere Wachen und unsere Häftlinge im Prinzip. Ein Taser tut zwar schocken und du liegst dann blöd da. Ich habe es zum Glück noch nie erlebt, aber es tötet auf jeden Fall nicht. Zumindest nicht, wenn du keinen Herzschrittmacher oder so hast. Gut, dann würde ich aber sagen, sehen wir in der nächsten Folge, ob das denn alles funktioniert oder nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Habt noch einen wundervollen Tag. Bis dann. Haut rein. Ciao.